Servus, liebe Leute, hier ist der Adi G von der Dorfsprosse, wieder coming back zur Dorfsprosse. Ich werde heute ein paar Themen bereden, universelle Sachen wieder, über das Universum, bisschen die Sternkonstellation, dann was über Radiästhesie, dann über die Geomantie, über die Schöpferkraft, Radiästhesie heißt auch Schöpferkraft, und werde noch weitere Themen natürlich eingehen drauf, ja, woher wir eigentlich unsere ganzen Energien bekommen selber, ja, wo wir alles rausschöpfen, ja. Wird vielleicht heute, sage ich mal, als Doppelsprosse-Zuschauer, ich weiß, ihr schaut sehr viel Ernährungsvideos bei mir rein und Rezepte-Videos sehr viel, aber ich rede auch immer über die energetischen, universellen Sachen, die mir auch sehr wichtig sind, eigentlich in meinem Herzen, weil aus dem schöpfen wir alles raus, ja, viel mehr als wir aus der Ernährung, aus den Rezepten beispielsweise. Ich weiß, ich habe hier YouTuber, bin ich auch dankbar natürlich, dass viele YouTuber wegen meinen Rezepten reinschauen, auch wegen meinem Ernährungsstil, bin ich dankbar dafür, ja. Aber ich rede heute das Thema über Radiästhesie und Bewusstsein und universelle Sachen und hoffe, du als Ernährungsfreak oder Rezeptefreak kannst auch mal heute reinhören. Gerne bin ich wieder offen dafür. Und vielleicht kannst du auch was lernen. Genau. Genau, da habe ich mir ein paar Punkte heute aufgeschrieben. Über Ortsenergien. Ja. Spiegeln die Bewohner des Ortes. Ja. Was heißt das? Ortsenergien spiegeln die Bewohner des Ortes. So, kurze Frage an dich. Ja. Ich werde jetzt sie beantworten und darauf eingehen. Genau. Das heißt, wir haben in jedem Ort, in jeder Landschaft, in jeder Region, in jedem Bundesland, in jedem Lande eine gewisse Energie. Eine gewisse Energie. Jede Energie ist anders. Kommt drauf an, wie sie, sag ich mal, ob es auf dem Lande ist oder auch in der Stadt, ob es sehr frequenzartig hochwertig ist oder eher gering Frequenz ist, oder ob viele positive oder negative schwingende Menschen dort sind. Das sind alles Faktoren, ja. Ob sehr viel, sage ich mal, Tourismus ist oder weniger. Das sind alles Faktoren, die eigentlich deine Umgebung beeinflussen auch, ja. Deswegen musst du dir vorstellen, wenn du jetzt an dem Ort, wo du bist, wo du wohnst, wir sind alle verstreut, sehr viele sind verstreut. Und die Gleichgesinnten finden sich halt sehr, sehr nicht immer gleich sofort, ja, weil jeder hat so sein eigenes Ding, ja. Jede Ortsenergie ist anders und jeder Mensch ist anders. Menschenenergie ist anders, ja, beispielsweise. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in einen Ort gehen, an den Ort, an dem wir uns wohlfühlen, zum Beispiel, das ist eine bestimmte vielleicht Insel, ja, oder ein schönes Urlaubstrip oder irgendwo in Deutschland, wo du dich wohlfühlst, sage ich mal, oder in Österreich und in der Schweiz oder irgendwo in einem anderen Land, wo du dich wohlfühlst und du merkst, da hole ich meine Energie immer raus, aus diesem Ort. Das heißt, da hast du das Gefühl, sage ich mal ehrlich gesagt, dass du hier in diesem Ort auch deine Energie wirklich rausschöpfst. Ja, aus der Radiästhesie, ja, beispielsweise, ja. Das ist ganz wichtig, weil gewisse Orte, beispielsweise, oder Nummern, wo du wohnst, spielen alles eine Rolle, die auch mit dem Universum natürlich verbunden sind, beispielsweise, ja. Das Universum gibt dir sehr, sehr viel Kraft, ja, sage ich mal. Und wenn wir wieder zurückkommen auf den Punkt der Ortsenergien, spiegeln die Bewohner des Ortes, ja, dann ist es so, dass jeder Bewohner genau hier wohnt, an diesem Hause oder in dieser Wohnung und mit dem Universum gebunden ist. Ja. Und jeder hat einen anderen Gedanke. Jeder hat manchmal auch den gleichen Gedanken, aber manchmal auch einen anderen Gedanken, wenn man mal aus seiner Komfortzone rausgeht und in eine andere Ortschaft geht, wird sofort der Gedanke anders. Du bist wie in Bewegung. Wenn du dir den Mond anschaust, genau den Mond anschaust, ja,
Es ist ein bewegendes Element, das auch in uns ein bewegendes Menschen, einen bewegenden Menschen in uns macht, weil wir aus Wasser bestehen. Und was passiert, wenn immer? Natürlich der Mond sehr stark leuchtet, Ebbe und Flut, ja. Und wir Menschen sind dann auch in Ebbe und Flut, ja. Das heißt, wir bewegen uns viel mehr, ja. Wir sind viel mehr im Fluss, noch mehr in Bewegung, treiben noch mehr Sport. Vor allem bei mir, beim Vollmond, habe ich meine enormsten, krassesten Radtouren erlebt, die ich jemals erlebt habe, ja, selber. Am Vollmond, ja. Klar, ich bemerke das gar nicht in der Regel so bewusst immer, aber wenn ich dann immer merke, hey, jetzt ist doch wieder Vollmond, jetzt ist schon wieder Vollmond. Und dann merke ich immer, ich habe die krassesten Radtouren ever, ja. Nur beispielsweise bei meinen sportlichen Leistungen, aber auch selber vom Bewusstseinslevel oder Geldfrequenz oder Liebesfrequenz oder Beziehungsfrequenz oder Freundesfrequenz oder Kommunikationsfrequenz ist es enorm an Vollmond, ja. Weil wir die ganze Zeit, weil wir, sage ich mal, von dem Mond sehr beeinflusst werden, ja, durch das Wasserelement, ja. Weil wir ein Wasserelement sind, selber, wie ganze Menschen, weil wir bestehen ja aus 60-70% Wasser. Und dieser Mond beeinflusst sehr viele Gedanken auch selber im Kopf, ja. Ja. Deswegen, diese Ortsenergie spielt auch natürlich eine große Rolle vom Universum, beispielsweise, ja. Sie hat die ganzen Konstellationen, beispielsweise, sagen wir mal Schütze, Jungfrau, Löwe und viele weiteren, was noch im chinesischen Horoskop gibt oder im normalen Horoskop oder in anderen, sage ich mal, Schriften, Vorschriften. Ja. Klar, ich sage immer auch meine philosophischen, ausgedachten, naja, ausgedachte sind es keine, aber ich analysiere das selber immer im Sternenhimmel selber, was für mich die Zeichen bedeuten. Ja. Da will ich euch einen geheimen Tipp sagen. Wenn ihr zum Beispiel so ein Dreieck seht im Stern, heißt das wirklich, es ist eine sehr gute Kraft gerade. Zum Beispiel, wenn du jetzt Mond, Venus und sagen wir mal Jupiter siehst im Dreieck. Oder du siehst den Schützebogen, ja, wie ein Pfeil und Bogen beispielsweise. Ist auch eine sehr gute, starke Verbindung gerade aktuell. Wenn du diese Zeichen gerade siehst, fühle ich sehr gut. Bei mir, muss ich ehrlich sagen, bei mir läuft dann echt die Geldfrequenz brutal ab, ja? Wenn diese Zeichen da sind. Ja? Und auch dieses Zeichen heißt, du hast gerade sehr viel Zeit für deine Selbstliebe. Ja? Das Schützezeichen mit dem feinen Bogen, boom, und das Dreieck. Ja? Vor allem das Dreieck. Ja? Das Dreieck, Geldfrequenz, Selbstliebefrequenz, aber auch Liebesfrequenz ist sehr hoch. Ja. Und natürlich auch die Erfolgsfrequenz ist sehr, sehr hoch gerade in dem Moment, ja, dass du gerade aus dir schöpfst. Ja. Wenn du dir noch die Sterne genauer anschaust oder wenn du jetzt, sage ich mal, in einer verschmutzten Stadt lebst, ist es schwer. Ich weiß, Frankfurt ist sehr schwer, sage ich mal, in meiner Home City fast in der Nähe. Ja. Ich wohne nur 1 Kilometer von Frankfurt. Und da ist halt die Lichtverschmutzung sehr stark, ja. Wenn du auf Inseln wie La Palma oder Teneriffa bist oder auf den Kanaren oder auch in Dörfern weiter weg, habe ich gehört von so einem anderen YouTuberin, dass sie mir gesagt hat, dass im Dorf eigentlich man eigentlich auch alles sehen kann. Und da kann man eigentlich am besten die Sterne studieren, ja. Weil, ich sage mal, auf La Palma, das war brutal, wo ich da war, unter den Sternenhimmel, ja, was ich da alles gesehen habe. Sternschnuppen habe ich gesehen, ja. Sternschnuppen heißen auch immer Glücksmomente. Glücksmomente, die gerade passieren. In diesem Glück bin ich jetzt hier, in diesem Hier und Jetzt. Und es ist wunderschön, ja. Und genau, ganz wichtig, erkenne die Schöpferkraft in dir, die Radiästhesie, ja. Auch die Geomantie in dir, ja. Dass du alles schöpfen kannst aus dir. Durch das morphogenetische Feld. Dass du diese Energie, hier ist jetzt diese Energie, das ist das morphogenetische Feld. Das kommt jetzt in den Gedankengut rein, in dein Wort. So, wird hier rein gespeichert, wird dann aus mir ausgesprochen. Ja? Das morphogenetische Feld ist überall. Wir können es sofort schnappen. Alle Banker, alle
Angestellten, egal wo sie sind, sie agieren immer mit einem morphogenetischen Felde. Ja? Nur halt ein bisschen unbewusst, unterbewusst, halt anders. Nicht so in bewussten Worten, sondern in unbewussten Worten. Sondern eher auf ihren jobbasierten Worten reden sie. Als wie nicht, sage ich mal beispielsweise, wenn sie jetzt schöpferisch denken oder universell oder selbstständig sind, denken sie halt nicht so frei und denken, was sind das für Worte, was der Junge gerade spricht, ja? Man versteht dann nicht, ja? Was ist das, ja? Oder manche Leute halten mich für bekloppt, wenn ich nicht im Restaurant esse, ja? Für mich ist es schon normal, ich kann nicht im Restaurant essen, weil ich weiß nicht, was ich da essen soll. Ich nehme nur mein Homefood, wenn ich, oder mein Bier nehme ich dann fertig. Das war's, ja? Mein alkoholfreies Bier, ja? Beispielsweise, ja? Aber das sage ich nur, beispielsweise, ja? Das sind halt so Sachen, Ortsenergien, wenn du an einem Ort gehst, zum Beispiel zu einem Restaurant beispielsweise, sagen wir mal, ja, da trifft sich beispielsweise ein komischer Köstler, ein Fermentationsköstler, ein Veganer, ein Rohveganer, ein Femivore, ein Omnivore und so weiter. So, aber man kann jetzt nur vegane Sachen bestellen, man kann nur vegetarische und omnivorische Sachen bestellen. Kann man monoköstliche Sachen bestellen? Wahrscheinlich schwer, wahrscheinlich dann nur ein Getränk, ja. Aber da werden dann auch natürlich die Ortsenergien beispielsweise an diesem Ort sofort, jeder ist gegen jeden so. Aber letztendlich, sage ich ehrlich gesagt, jeder sollte sich respektieren einfach. Wie er ist gerade, er ist gerade auf diesem Level, er ist gerade auf diesem Level, er ist gerade auf diesem Level, er ist gerade auf diesem Level. Aber wichtig ist, dass wir einfach nur gemeinschaftlich kommen, zusammen und einfach unsere Vision komplett erfüllen und nicht gegen uns kämpfen, sondern miteinander was erfüllen und das schöpferisch aus uns rausholen. Ja? Weil dieser Moment an dieser Ortsenergie, wo wir jetzt an diesem Ort waren, sollen wir eigentlich für die Energie nutzen und nicht für das Essen der Energie, sondern für das Reden der Energie sollen wir es nutzen und für den Austausch, weil der viel schöner ist. Ja? Stattdessen, erster Punkt, wird natürlich, oh, du bist Veganer, ey, du bist Omnivore, ey, du bist Fleischesser, ey, du bist Monoköster, was sind das für Sachen, ja? Danach kannst du schon vergessen, die Ortsenergie. So, die Redensenergie. Die Redensenergie ist schon dahin, weg, eingetrübt, sag ich mal, in einem Restaurantgespräch beispielsweise. Ja. Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, wenn man sich respektiert, sag ich mal, ja, und das akzeptiert, so wie er ist, ja, beides, ja. Immer respektieren. Respektieren ist eines meiner wichtigsten Wörter. Respekt, 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 ja. Respektiere jeden, wie er ist und ist, ja. Und was er macht selber auch, ja. Respekt, ja. Genau. Dann möchte ich natürlich noch auf weitere Sachen. Das war jetzt nur ein Beispiel, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel an bestimmten Orten gehen, beispielsweise, sagen wir mal, denken wir mal sehr universell beispielsweise, ja. Wenn wir jetzt an universelle Sachen denken, beispielsweise an den Kosmos, an was Universelles, was in der Natur ist, schöne Wald, schönes Feld, Feld in dem Sinne kein Monofeld, sondern wirklich ein Feld, wo nicht irgendwo Profit geschüttet wird, ja, sage ich mal. Ein Feld, was noch eine Permakultur in dem Sinne hat, einfach ohne Menschen berührt worden ist noch, ja, und noch viel Wald hat. Das ist auch was Universelles sehr, ja, wo auch noch Tiere, Insekten sehr aktiv sind beispielsweise und wo du den Sternenhimmel sehen kannst oder, sagen wir auch, wenn es jetzt hell ist, den Sonnen, klar, Sonnenschein ganz klar auf dich scheinen. Das sind magische Orte beispielsweise. Da kann man viel Energie holen, in den Orten beispielsweise. Ja. Klar bin ich froh, sage ich mal ehrlich, dass ich hier im Wald und Feld gleich um die Ecke habe. Ja. 15 Minuten oder 3 Minuten, je nachdem, wenn ich jogge, geht es schneller. Ja. Aber ich bin froh, dass ich die beiden Sachen habe, beispielsweise. Ja. Wald und Feld. Weil ohne die würde mir die Energie
bisschen fehlen, sage ich mal ehrlich gesagt, weil es sind Ortsenergien, wo man sich wieder aufladen kann, sehr gut. Waldbaden sehr gut oder Sonnenbaden oder Naturbaden, ja, sind Alternativen, die für deine Seele und Geist sehr gut sind, ja. Du darfst nicht nur immer körperlich denken, ja, nicht immer im Außen sehen, sondern das Innerliche ist viel wichtiger, das weiß ich ja auch. Das ist mir das Wichtigste, das Innerliche, weil ich weiß auch selber, Frauen sind da noch sehr, sehr sensibler, weil Frauen suchen eigentlich nur gerne immer Leute mit Charakter. Ja? Männer sind da halt mehr im Außen, aber es gibt auch natürlich Männer, die mit Charakter sind. Ja? Da will ich jetzt gar nicht verurteilen oder beurteilen, sondern nur statistisch gesehen prozentual, klar, die Frauen schauen schon ein bisschen mehr auf die inneren Werte als der Mann. Wissen. Kann auch sein, natürlich, weil die Frau so wegen ihrem erhöhten Eisengehalt halt eine schönere Haut hat als wie ein Mann. Ja. Frauen haben ja auch mehr Eisen prozentual als wie Männer. Ja. Deswegen haben sie auch eine schönere Haut als wie Männer. Aber Männer achten auch sehr auf innere Werte. Ja. Wenn ihr jetzt als Frau schaut, Männer suchen auch Frauen mit inneren Werten. Klar, bei den bewussten Frauen, bewussten Männern ist es sofort klar, ja. Die schauen eh nur meistens auf die inneren Werte. Für die ist eigentlich nur wichtig die Wortwahl. Die Worte sind wichtig, ja. Oder auch wie die Mimik, Gestik ist oder wie er so vom Gefühl ist, wie er vom Gespräch ist, so. Das ist sehr entscheidend beispielsweise, ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam an diesem, beispielsweise an diesem Ort, an dem wunderschönen Ort in der Natur sind, dann, wenn wir uns gemeinsam begegnen mal zusammen, ich vielleicht mit meinem Bruder oder ich mit einer Freundin vielleicht oder ich mit einem Kumpel oder ich mit einer Omi oder mit einer Mutter oder mit einem Kind oder mit einem Tier oder, ja, ist egal mit wem ich da die Zeit verbringe. Man kann auch natürlich allein die Zeit verbringen, aber sagen wir mal ein Beispiel, ich würde das mit einer Person oder mit einem Menschen, sagen wir mal Menschen, weil wir sehen immer alles menschlich, wir sind ja keine Person, wir sind Menschen, ja. Menschen sind wir, wenn wir uns gemeinsam beispielsweise an diesem Ort gemeinsam austauschen mit morphogenetischen Feldern, die in diesem Wald kommen. Du kommst auf die geilsten Ideen wieder, weil an diesem Ort kann dieses morphogenetische Feld, boom, hier reinkommen wieder. Ja? Und es wird wieder aus deinen Gedanken gut ausgesprochen. Diesen Austausch habe ich tagtäglich mit meinem Zwillingsbruder beispielsweise. Ja? Wenn wir natürlich auf Reisen sind, ist auch mal gut. Dann erlebt jeder seine Selbstliebe, ist auch immer gut für jeden. Aber wenn wir gemeinsam sind, lebt auch jeder seine Selbstliebe, ist immer so. Aber wir tauschen uns immer gegenseitig aus und können die ganzen morphogenetischen Gedanken, die wir angesammelt haben, endlich aussprechen. Und dabei unser Wissen mehr und mehr stärken beispielsweise, egal in welchem Bereich, Ernährung, Gesundheit, universellen Sachen, ja. Weil ihr wisst ja, ich rede ja meistens immer so universelle Sachen im Video, aber mein Bruder hat da auch viel Ahnung, immer sehr viel, ja, mein Bro und ich, wir eins, sage ich mal ehrlich gesagt, ja, wir sind wirklich gleich, sehr, sehr gleich, ja, klar gibt es immer Unterschiede ein bisschen, aber das ist normal, ja, bei Zwillingen beispielsweise, ja. Genau, wenn wir jetzt beispielsweise an diesem Ort diese Energie schöpfen, in der Natur, allein oder gemeinsam. Es ist wieder eine neue Inspiration, eine neue Schöpferkraft, eine neue Lebenskraft kommt hoch. Du freust dich, dass du wieder eine neue Erkenntnis, wieder eine neue Erfahrung, wieder einen neuen Austausch gelernt hast. Das sind die wichtigsten Lehrsätze deines Lebens. Das sind wirklich die wichtigsten Lehrsätze deines Lebens. Die Lehrsätze deines Lebens, die Schöpferkraft, die universelle Kraft, das alles zu schöpfen, das ist wunderschön. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Tiefen in mir. Sehr viel mit dem Tiefen in mir. Mein Bruder auch sehr viel. Wir gehen sehr in die Tiefe rein. Sehr, sehr tief. Sehr, sehr tief. Sehr, sehr tief. Sehr, sehr tief. Ja? Weil wir sehr hochsensible Menschen sind, beispielsweise ich und mein Bruder, ja. Wir gehen sehr, sehr tief in die Tiefe, ja. Wir wollen wissen, warum. Warum ist das so? Weshalb so? Wieso? Warum?
Wer war dahinter? Oder warum ist es so entstanden beispielsweise? Ja? Wir fragen, hinterfragen uns die ganze Zeit. Und das solltest du auch immer hinterfragen. Das ist das Wichtigste. Ja? Du solltest nicht jeden Scheiß glauben sofort. Ja? Aber immer hinterfragen, okay, kann das so sein? Ist das wirklich so entstanden? Oder hat er sich jetzt gerade wieder eine Geschichte ausgedacht? Nur Beispiele. Ja? Immer hinterfragen. Und dann kannst du deine eigene Meinung daraus bauen, beispielsweise. Eine Meinungsfreiheit hat jeder. Und daraus bildet sich auch dein Gedankengut, dein intelligentes morphogenetisches Feld. Dein Hippocampus, deine Zirbeldrüse, kann sich mit dem Universum verbinden. Und hier kommt alles rein. Ja? Boom. Wenn die Zirbeldrüse frei ist, Bewusstseinslevel, Energie, sage ich, ja. Energie, wirklich. Die Schöpferkraft, die Lebenskraft ist wunderschön, wenn du all diese Erkenntnisse hast, ja. Klar, ich bin froh, dass ich das immer mit meinem Bruder austauschen kann, aber bin auch mal froh, wenn ich mal eins oder zwei Menschen sehe, wo ich das einfach an mein Wissen teilen kann. Und das ist geteiltes, doppeltes Glück, ja. Sag ich mal, was du teilst, ist gleich doppeltes Glück, ja. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück, beispielsweise, ja. Das ist wunderschön. Und das fühlt sich dann so schön, dass du was gegeben hast, ja, und nicht genommen hast. Nehmen kannst du auch natürlich. Gehört ja auch dazu. Geben und nehmen gehört natürlich immer zum Leben dazu. Aber ich sag immer, wenn du was Schönes gibst, es muss kein Geschenk sein. Es muss nur ein Geschenk aus deiner morphogenetischen Redensart rauskommen, was du gerade geschöpft hast. Das ist die wunderschönste Art der Weise, die du schöpfen kannst, über die Radiästhesie, ja. Und diese Kraft ist wunderschön, das tagtäglich zu erleben, dieses Bewusstsein zu spüren. Ich bin so dankbar, dass ich diese Kraft in mir habe endlich. Dass ich diese Kraft habe. Und die erweitert sich immer. Die erweitert sich immer weiter und weiter, mit jedem Tag. Und jede Situation, die ich treffe, egal auch wenn es Deppen sind, auch wenn es Kluge sind, auch wenn es Arschlöcher sind, auch wenn es Feinde sind, auch wenn es Freunde sind, ich lerne von jedem und allem. Ich lerne von allem und jedem. Das ist das Wichtigste. Du musst alles von jedem und allem lernen, weil daraus lernst du deine Lebensaufgabe zu leben und dein Leben zu leben, wie es für schön ist und für dein Wohlbefinden wunderschön ist, ja. Ich bin glücklich, wie ich gerade lebe und brauche echt, ehrlich gesagt, gar nichts mehr an Besitz, sage ich mal, ehrlich gesagt, weil ich eh sehr minimalistisch lebe, ja. Genau. Ich hoffe, dir hat natürlich wieder das Video sehr gut gefallen, sage ich mal, ja. Klar, das ist schon ein bisschen ein höheres Video, ein bisschen auf etwas vokabularer, anderer Ebene, aber ich hoffe, du hast alle Begriffe. Wenn du jetzt nicht alle Begriffe verstanden hast, kannst du gerne auch was in die Kommentare schreiben. Aber ich rede sehr universell über die Sachen, weil ich merke, das ist meine schöpferische Kraft, die ich auch geben möchte und gerne auch austauschen möchte mit meinen Menschen. Ich weiß, ich rede halt sehr immer manchmal bisschen durcheinander, aber das ist halt, weil es kommen immer, naja, durcheinander sage ich mal auch nicht, aber ich sage mal, es kommen immer morphogenetische Felder rein, boom, Blitzgedanke, wieder ein neuer Gedanke rein, wieder ein neuer Gedanke, wieder ein neuer Gedanke, das sind so wie Synapsen, boom, das kommt wieder rein, Neurotransmittel, boom, Alter, das geht wieder rein, das, und das willst du aus dir raussprechen, und das geht so weiter, du kannst die ganze Zeit im Flows, dann boom, boom, boom. Und dann ist der G-Flow da. Guck. Dann bist du im Fluss. Dann bist du im Redensfluss. Oder im Macherfluss. Oder im Arbeiterfluss. Oder im Macherfluss. Oder im Trainingsfluss. Oder im G-Fluss. Ja? Umso mehr du den Flow hast, desto mehr hast du Power. Und desto mehr hast du Liebe an dieser Sache, was zu machen. Ja? Und den Spaß sogar, ja. Umso mehr du aus dir schöpfst, desto mehr hast du Spaß, an deiner Lebenskraft zu arbeiten und an deiner Liebeskraft zu schöpfen. Und möchtest das auch gerne austauschen mit deinen ganzen Mitmenschen. Ja? Darum bin ich dankbar, dass ich
vielen Leuten natürlich gerne mein Wissen auch teilen kann. Ganz wichtig, das Wissen wird natürlich nur vertrauenswürdigen Leuten mitgeteilt, ja. Weil ich weiß, die Erfahrung habe ich auch natürlich gemacht, dass natürlich auch mein Wissen natürlich verkauft wird, es halt verkauft wird, ja. Finde ich halt nicht sehr schön, aber es sind halt die ganzen Erfahrungen, die ich auch miterleben muss und die ich auch durchmachen muss, sind halt harte Schmerzen, aber sie machen mich stärker wieder. Auch die ganzen Beziehungen, die ich gemacht habe oder Akte oder Feinde getroffen habe oder Freunde oder Begegnungen, Bekannte, sage ich mal, ja, oder Gleichgesinnte, machen mich immer stärker vor dem, wie ich beim nächsten Mal agieren soll. Ja. Das sind alles Entscheidungspunkte, die du auch in dir oder, sage ich mal, Alltagsmomente in dir verinnerlichen kannst, wie du noch stärker wirst. Du bist schon stark genug in dir selber. Ja. Ob die anderen es sind, das weiß man nicht. Ja. Vielleicht sind sie auch das. Ja. Aber ich fühle meine Kraft, die in mir völlig schöpferisch ist, vollkommen. Und ich bin dankbar, dass ich diese Kraft weitergeben darf. Dankeschön. Dankeschön. Dein Aditya.